Hey Leute, diesmal will ich mal das Pullrad abbauen und den Mastgewinnungsanschluss extra rausführen aus der Generatorwicklung. Dazu schraube ich jetzt erstmal die 8er Schraube, die 10er Schraube und die 8er hier auf. Ich habe auch Nüsse besorgt. Das ist eine 14er, dann eine 15er, da habe ich eine 19er, eine 17er habe ich noch, dann eine 8er. Die 8er werde ich brauchen und die 10er werde ich brauchen. Dann schraube ich das mal ab und schrauben, die brauche ich hier für die Kreuzschrauben für die beiden. So, wobei die zwei Kreuzschrauben auch 8er Schrauben sind hier, die haben nur ein Kreuz in der Mitte. Okay, dann liegt das jetzt schon mal frei, dann kann ich das Lüfterrad noch abschrauben an den vier Schrauben. Okay, dann sieht das schon mal so aus, jetzt müsste ich die Schraube abschrauben. Mal schauen, ist das eine 14er? Ups. Ja, eine 14er passt perfekt. Mit einer 14er kann ich jetzt die Schraube runterschrauben, dass ich das Pullrad abschrauben kann. Darunter sind die Spulen. Und da gehen auch hier oben die Kabel raus. Also mal versuchen, die Schraube aufzuschrauben und dann brauche ich den Pullradabzieher. Um die Schraube aufzukriegen, muss ich das Pullrad blockieren. Dazu habe ich die andere Seite aufgeschraubt und hier das Blockierwerkzeug dran. Jetzt halte ich das da fest. Und dann müsste ich die Schraube, die andere vom Pullrad, aufschrauben können. Das ist ein Rechtsgewinde. Und das hier ist auch ein Rechtsgewinde. So, nachdem die Schraube auf ist, sieht das so aus. Hier ist das und hier ist das. Jetzt brauche ich den speziellen Pullradabzieher, das Spezialwerkzeug. Spezialwerkzeug habe ich jetzt hier eingeschraubt. Das raus, das reingeschraubt. Wenn das ganz reingeschraubt ist, drehe ich hier jetzt zu. Und jetzt muss ich hier und hier, hier gegenhalten und hier fest mit beiden Händen Spannung draufbringen. Und vielleicht auch ein bisschen hämmern. Aber nur ein bisschen. Ich brauche die kaum hämmern, ich brauche die nur hier mit so einer Ratsche gut ziehen. Ich habe ein bisschen drauf gehämmert, aber einfach nur reingedreht. Und schon ist das Pullrad jetzt ab. Das heißt, es geht so schon runter. Das heißt, ich kann den da wieder rausschrauben, den da wieder rausschrauben. Ups, geht jetzt schwer. Mal Zange nehmen und dann kriege ich das Pullrad schön ab. Okay, da hätte ich jetzt die ganze Einheit. Die ist hier mit einer Schraube und mit noch einer Schraube festgeschraubt und das ist auch mit zwei Festschrauben festgeschraubt. Ich würde sagen, ich schraube die ganze Einheit hier, die ganzen Spulen mal ab. Ah, die hat zwei Hochspannungsspulen. Lichtspule, 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 Licht und nochmal. Mal abschrauben das Ganze und den Pickup auch mal abschrauben, so dass ich das Ganze dann mitnehmen kann. Das Ganze ist da zusammengesteckt, das geht da hoch und ist da zusammen mit einem Gelb, Weiß und einem schwarzen und einem blau-weißen Kabel. Das ist Zündung, die zwei, und das wäre Lichtmaschine. Und dass ich hier die beiden Pole, die beiden Wechselstrompole von der Lichtmaschine drauf bekomme, das ist das Ziel, dass ich die dann umschließe. Also jetzt erstmal die Kabel trennen und das raus. Das würde das Laufrad und wenn ich da irgendwie hier schaue, ist sehr viel Schmutz drin. Das ist die magnetische Schicht. Mal Schraubenzieher nehmen. Umgepolt, umpolen, umpolen, umgepolt. Okay, jetzt kommt Gewitter. Das heißt, ich soll mich beeilen, dass ich mal reinkomme. Ja. Ganz wichtig, aufpassen, dass dieser Splint hier nicht verloren geht. Es ist gut, dass der da drin ist, der darf nicht verloren gehen, der Splint. Weil der muss nämlich ganz genau da wieder rein, sonst stimmt die Zündung nicht, weil die Zündung hier durch das festgelegt wird. Wenn das am Pickup vorbeigeht, zündet er. Okay. Und da hätte ich jetzt nun die Lichtmaschinenspule von den China-Rollern. Zwei Hochspannungsspulen, die kann ich auch mal messen. Und zwar das hier geht auf Masse, das ist Masse. Spule 1, Spule 2 ist isoliert gut, weil da echt eine hohe Spannung da anliegt und geht mit dem schwarzen Kabel auf Masse. Und wenn ich da den Widerstand messe von dem schwarzen, mein Multimeter von schwarz auf Masse nehmen, dann messe ich hier 383 Ohm. Die Spulen haben 383 Ohm. Jetzt habe ich hier fängt die Spule an. Spule 1, Spule 2, ich glaube Spule 3 ist noch mit dabei, dann geht es hier auf Mittelanzapfung auf das
Gölbi-Kabel. Und dann Spuli 4, Spuli 5, Spuli 6. Und von Spuli 6 dann erst auf das Weiße. Das heißt, ich denke, die Spuli fängt hier an, ist hier Mittelanzapfung und hier Ende. Und da, wo sie anfängt, ist sie auf Masse. Jetzt will ich aber eine Vollweggleichrichtung machen und nicht nur eine Einweggleichrichtung mittels Diode, dass ich mehr Strom rausziehen kann aus der. Daher müsste ich die Verbindung auf Masse aufmachen und das hier da drauf schließen oder das Gölbi-Kabel da drauf schließen. Ich denke mal, ich werde die zwei Drähte wegmachen, die in der Mitte hier verbinden. Und von hier dann einen Draht zum Gölben. Dann hätte ich eine Spule, die aus 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spulen besteht. So, ich habe es jetzt, könnte man eine Vollweggleichrichtung machen. Und zwar, ich habe das Drahtende, was hier auf Masse war, auf Minus, habe ich da abgelötet und hier verlängert, Draht angelötet, verlängert auf das hier. Und das, was ich vorher hier angeschlossen habe, die sind die zwei Drähte, die Mittelanzapfung, habe ich einfach miteinander verlötet. Und da haben die Platz, da stören die nicht, da gehen die auch nirgendwo an. Nur gucken, dass die Windungen da nicht locker liegen, dass die auf gar keinen Fall da drüber schauen oder irgendwo angehen können. Aber das passt. Ja. Jetzt kann ich die Leitung auf Masse legen, dann habe ich ganz normal, so wie vorher auch die Lichtmaschine, nur halt ohne die Mittelanzapfung. Oder ich lege das Kabel hier auf Wechsel und das auf Wechselstrom und da kann ich auf Plus und Minus zum Gleichrichter dann echt Plus und Minus abgreifen. Ja, und habe die doppelte Leistung, weil ich keine Einweggleichrichtung mehr mache, sondern eine Zweiweggleichrichtung. So, es hat aufgehört zum Regnen. Da kann ich jetzt die umgebaute Lichtmaschinen spulen und Hochspannungsspulen, die kann ich jetzt wieder einbauen. Ich habe eigentlich nur das Drähtchen von Masse unterbrochen hier und stattdessen auf den Gölben gelegt und das, was vorher am Gölben war, da verbunden war, einfach nur verbunden. Brauche ich eigentlich nicht. Wobei das 0,8 Ohm waren und dann hier 1,3 Ohm. Jetzt habe ich alle Spulen nacheinander für maximale Spannungen, maximale Leistung an den beiden Pins und ich habe von hier auf Masse oder von hier auf Masse jetzt gar keinen Widerstand mehr. Also hat die Spulen von Masse abgekoppelt. Das ist sehr gut. Dann schraube ich jetzt da das wieder raus. Auf den echt aufpassen, auf den Splend, der darf nicht verloren gehen. Der hier. Und die Scheibe muss dann wieder genau drauf sitzen. Dann die beiden mal raus. Die beiden Schrauben, damit sind die Lichtmaschinenspulen festgeschraubt. Und die beiden raus für den Pickup. Die sind kleiner, die Schrauben haben kleineres Gewinde, sind aber auch 8er Schrauben. Ja, genau, haben auch 8 mm. Haben aber ein viel kleineres Gewinde. Kann man also nicht vertauschen. Aber da jetzt mal aufpassen. Ich glaube, dass die Spulen rechts waren. Dann müssen die auch wieder rechts rein, dass sie rechts sind. Jo. Und dass hier hinten nach oben geführt werden, dahin, und dass da der Pickupgeber wieder ist. Okay, dann lege ich mal das Kabel so richtig hin. So wäre es dann richtig. Das Kabel geht hier hinten rum, da vorbei und hier das wieder eingeklipst. Und der Pickupgeber, der kommt dann da wieder rein. Jetzt schraube ich erstmal das da fest. Das ist so schon fast fest, die Löcher. Sieht man gut. Dann die Staube rein. Und dann die Staube rein. Dann nehme ich jetzt die Verlängerung mit der 8er Nuss. Und mache einmal hier. Und einmal hier. Guck, dass das richtig drin ist. Hat ein bisschen Luft. Dann tue ich es ein bisschen so auf die Mitte. Ziehe das fester und das fester. Okay, und dann die Ratsche nehmen und mit Ratsche noch festziehen. Also das Ganze, ups, auf die Ratsche auf festschrauben. Kann ich
das festmachen und das fest und nochmal das schön handfest und das auch schön handfest. Also ich nehme das jetzt nicht hinten und ziehe es an wie sonst was, sondern ich ziehe es nur hier schön handfest, dass es fest ist und nicht mehr so einfach weggeht, aber dass man es auch wieder abschrauben kann, wenn wirklich, falls es sein sollte. So, dann hier mit dem Dickabgeber genauso, den mache ich mal da oben fest. Jetzt kommt das magnetisierte Rad hier, das Schwungrad, und das hat hier so eine Vertiefung, da hat es eine Vertiefung und da ist so ein Zapfen und das muss ganz genau da wieder übereinstimmen. Weil es magnetisch ist, klebt es jetzt schon so dran und fällt auch da rein. Genau, es fällt genau da rein, wo es reinfallen soll. Und gucken einfach, dass der Bolzen hier in der Vertiefung da ist. Dass es dann so wieder drauf gedrückt wird. Und dass es genau stimmt. Man kann es ein bisschen hin und her bewegen. Und dass es wirklich genau stimmt. Weil sonst stimmt der Zündzeitpunkt nicht. Dass es genau mittig ist. Wenn das Ding genau mittig ist, kann man die Mutter wieder drauf schrauben hier. Das geht so. Das geht so auch. Gerade so. Und damit der Ratschi nachziehen. Hier. Und sobald sich das jetzt mitdreht, jetzt muss ich auf der anderen Seite blockieren und das da festziehen. Nochmal, ich ziehe es mal fest. Auch so. Ja, das bisschen fester. Bisschen fester als handfest. Aber nicht überdrehen. Weil es auch ein feines Gewinde ist. Es darf sich aber auch nicht unter dem Fahren einfach rausdrehen. So, wenn das geschafft ist, drehe ich jetzt diese Stelle hier, die Erhebung, auf den Pickup da, da wo der Pickup ist, und guck, dass der da hier schön vorbeigeht und tue den Pickup noch etwas näher daran, so dass der Pickupgeber etwa einen halben Millimeter oder so daran vorbeigeht. Also der darf nicht schleifen, sondern den nur so justieren, dass noch genug Zwischenspalt ist, mindestens ein halber Millimeter. Ein Millimeter ging auch noch, aber es sollte nicht zu groß sein, der Spalt, sonst zündet der nicht richtig. Nachdem ich den dann festgestoppt habe und dann noch ein Spalt da ist, zwischen Pickup und der Erhebung, und der auf keinen Fall angeht, sondern wirklich nur ein Spalt da ist, und die beiden auch so ein bisschen handfest gezogen werden, ein bisschen weniger handfest als die anderen, kann ich das Lüfterrad wieder drauf montieren hier. Das wäre das. Die Schrauben gewöhne ich mir an, dass ich die immer wieder da reinschraube, wo sie hingehören. Dann kann man sie nicht verlieren und nicht vergessen. 1, 2, dann 3. Ups. Schon fliegt sie davon. Und 4. Dann kann das Lüfterrad wieder drauf. Mal gucken, ob es egal ist, wie es drauf kommt. Ah, andersrum. So muss es drauf. Ob die 4 Löcher gleich sind oder ob die nicht gleich sind. Aber ich glaube, die sind gleich. Dann dürfte es egal sein, wie es raufkommt. Ja, schraube ich da das mal wieder drauf. Können die Kabel wieder zusammen und nach oben verstaut werden, sodass die genauso wieder zusammengesteckt werden, Farbe auf Farbe. Also einfach 1:1 wieder zusammenstecken. Der Pickup geht schön vorbei. Das Rad ist wieder dran. Dann fehlt nur noch die Abdeckung mit ihren Schrauben. Ganz wichtig ist auch diese Masseverbindung, diese Masseschraube wieder richtig gut festzuschrauben. Das ist die einzige Verbindung, wo der Motor Masse kriegt drüber. Die 10er Schraube gut festschrauben und dann eine 8er, weil das da oben ist eine 8er und darüber kriegt er auch nochmal Masse, weil hier die 8er auch in den Motorblock geht und das ist die zweite Masseverbindung. Das heißt, das Kabel mit hier Masse und hier Masse sollte man gut festschrauben, aber nicht übertreiben, nicht überdrehen. Man muss sie ja wieder aufbekommen irgendwann. Okay, die Schrauben drin, die da unten drin und fest und die beiden hier drin und fest. So, dann war es das auf der Seite schon. Dann kann ich auf der anderen Seite den Variomatic-Deckel auch wieder drauf schrauben. Ja, auf der Variomatic-Seite muss ich sagen, leistet das Blockierwerkzeug hier auch sehr gute Dienste. Das Winkelblech ist einfach nur hier angeschraubt und da dagegen gedrückt wird, um Motor zu blockieren. Dann schraube ich jetzt das mal wieder zusammen. Riemen kann man bei der Gelegenheit mal kontrollieren. Der schaut noch gut aus. Leicht rissig wird er. Aber der hält noch eine Weile. Dann schauen wir mal, ob er noch startet. Ja, läuft.
Hey.